Einen wunderfröhlichen Patrick hier. Wieder mal aus Brandenburg. Ich bin ja da noch gerade zu Gast und heute wird es eine wilde Folge. Hat indirekt nur was mit Fotografie zu tun, aber macht eigentlich gar nichts. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach mal dran. Heute geht es um das Thema Wildkameras. Und ich habe jetzt eine wunderschöne hier, nämlich eine sogenannte Apeman H65. So ganz einfache, ganz günstige, gibt es bei Amazon. Link schmeiße ich euch unten rein. Ich habe gedacht, einfach mal zum Ausprobieren, weil jetzt hier gerade in Brandenburg sind viele Wildschweine, viele Rehe, Füchse, alles Mögliche an Getier. Und da probiert man es auch einfach mal aus. Also vom Grundaufbau ist die ganz einfach. Wir haben hier einfach im Endeffekt bloß vorne den Infrarotsensor. Hier ist der Bewegungsmelder und da ist die Linse selber. Also was ganz piepen einfaches. Wenn man die innen drin aufmacht, haben wir hier drin das Batteriefach. Da kommen 8 normale Batterien rein. Ich mache mal kurz auf. In dem Fall so jetzt 8 Stück. Zack, 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 zack. Ich habe gleich mal neue reingemacht. Die sollen laut Hersteller ungefähr bis zum halben Jahr halten. Hoffen wir es doch. Dann haben wir hier unten den Speicherkartenslot. Da habe ich jetzt eine 16 GB Speicherkarte drin. Anschalter, USB. Ansonsten ist sie ganz einfach aufgebaut. Ein kleiner LCD-Monitor, Menü, Replay, also dass man es anschauen kann. Foto-Sofortauflöser, Video-Sofortauflöser. Hier kann man in den Menüpunkten rum und um schalten. Dann haben wir hier Shoot. Keine Ahnung, für was das ist. Und OK zum Bestätigen. Gut, also anmachen ist ganz einfach. Man drückt einfach bloß einmal diesen Schalter hier um. Zack. Man hört schon, sie startet. Und dann kann man die Einstellungen vornehmen. Auf die Einstellungen gehe ich jetzt nicht mehr großartig ein. Das ist eigentlich sowieso piepen einfach. Einfach bloß jetzt Videoauflösung und solche Sachen. Kann ich mal in einem separaten Video machen. Auf jeden Fall werde ich sie jetzt mal in den Wald mitnehmen und einfach mal irgendwo platzieren. Ich bin insgesamt nur 4 oder 5 Tage da. Lassen wir sie einfach 4 oder 5 Tage einfach mal hängen. Und dann schauen wir einfach mal aus, was passiert, gell? Aber natürlich nehmen wir euch dazu mit. Ja, die Brandenburger Wälder. Wald, soweit man sieht, ist echt der Hammer. Also da kann man wirklich kilometerweise nur durch flache Wälder laufen. Richtig schön, da werden wir auch bestimmt eine richtig schöne Ecke finden, wo wir unsere Kamera aufstellen können. Ich kann es euch ja mal ganz kurz zeigen, allein hier jetzt mal, wenn ich jetzt einfach mal die Kamera umschwenke. Zack. Hier sieht man nur Wald. Nur Wald, das ist der Hammer. Richtig schön. Ja. So, mein Fährtenleser hat hier ein paar Spuren entdeckt. Eindeutig Reh und das ist die Hundenase. Ja, hier geht auch eine richtige Schneise rum. Ja, das sieht sehr vielversprechend aus. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter rein, weil wir haben nämlich auch hier nämlich ein Maisfeld, weil wir haben nämlich auch hier ein Maisfeld und das ist natürlich dann auch zum Aasen oder zum Äsen sehr einladend für unsere Rehe hier. Na, dann gehen wir mal weiter. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt richtig, aber das ist hier eindeutig ein Wildpfad. Der führt richtig schön in den Wald hinein und auch wieder hier hinaus Richtung Maisfeld. Ja, da können wir hier eigentlich wunderbar mal anfangen, die Kamera aufzustellen. Jawohl, so, die Wildkamera ist angebracht. Jetzt müssen wir sie bloß noch scharf machen. Also, machen wir erstmal hier die Verschlüsse auf. Ja, dass wir ins Menü reinkommen. Jetzt gehen wir erstmal auf Test. So. So, das dauert jetzt ein bisschen. Die Karte habe ich vorher schon formatiert, weil die muss man innerhalb des Gerätes formatieren, dass sie sie auch erkennt. So, dann überprüfen wir noch schnell die Einstellung.
So, Modus ist auf Video und Foto. Fotogröße ist auf 8 Megapixel, wenn, dann machen wir es richtig. Und die Videogröße ist natürlich in HD, das sieht gut aus. Videolänge 45 Sekunden, da können wir wahrscheinlich auch ein bisschen auf länger gehen. Sagen wir mal vielleicht so, machen wir 1 Minute 60 Sekunden. Jawohl. Gut. So, um die Kamera jetzt scharf zu machen, brauche ich einfach bloß hier den Hebel noch einmal rüber zum tun und dann zumachen. Und dann ist sie scharf. So, dann machen wir das doch mal. Jawohl. Schön wieder zumachen. Gut. Ja. Hat einen Radius von ungefähr 120 Grad. Da könnte dann einiges drauf sein. Und jetzt lassen wir sie einfach mal hängen. Wie gesagt, der Weg ist markiert. Und dann werden wir sie in 2-3 Tagen wieder abholen. Jawohl, so, jetzt haben wir 2-3 Tage die Kamera aufgestellt gehabt, natürlich auch Nächte. Ja, ein bisschen frech waren wir schon, haben nachgeschaut. Es sind doch ein paar Aufnahmen drauf. Rehe haben wir, glaube ich, gesehen und noch so ein bisschen was rumhuschen. Jetzt hauen wir mal ein bisschen Mais noch dahin. Vielleicht können wir ja noch vielleicht das ein oder andere Wildschwein aufgabeln. Schauen wir einfach mal. Gehen wir das mal auf. So, würde ich sagen, tun wir die ganze Dose verschütten. Bloß aufpassen, dass man sich nicht schneidet. Natürlich werde ich jetzt wahrscheinlich auf der Kamera drauf sein, aber das macht nichts, ich bin halt auch wild, gell? So. Vor der Kamera ein bisschen was. So, weil da ist ja das Hauptaugenmerk. So, so, die kommen wir auch ein weiter weg. Die Dose. So, gut, Mais ist nass, Mais macht nichts. Gut, Dose nehmen wir natürlich mit, weil wir wollen ja nicht die Umwelt verschmutzen. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach in 1-2 Tagen nochmal vorbei, was drauf ist. Vielleicht hat es ja was gebracht. Ja, so, jetzt kommt der Tag der Offenbarung. Nee, Quatsch. Jetzt schauen wir erstmal, was wir drauf haben. Also den Mais, was ich hier verstreut habe, teilweise ist noch was da. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat. Wir haben zwar sowieso Aufnahmen auf der Kamera, aber vielleicht haben wir ja nochmal Glück gehabt. Da ist noch zum Beispiel noch ein Feldbüschel, was wir da noch gesehen haben. So, ja, leider geht die Zeit vorbei. Und jetzt schauen wir einfach mal, was wir aufgenommen haben. Jetzt bauen wir sie erstmal ab. Yep, ich bin wieder zu Hause. Also ich habe mir das Material angeschaut, was die Wildkamera aufgenommen hat. Also echt super. Ich bin wirklich mega mäßig begeistert. Weil ich denke mir auch von der Seite, hallo, das waren jetzt mal Dienstagabendhäuser aufgehängt. Also rechne ich mal einen Dienstag einen halben Tag. Mittwoch, Donnerstag, Freitag und 3 volle Tage, Samstagmittag haben sie wieder abgehängt. Also kann man sagen, 4 Tage, wo eigentlich Aufnahmen gelaufen sind. Und da wuselt's an Wild, das ist der Hammer. Ich bastel euch jetzt schnell die Aufnahmen rein. Und könnt ihr dann noch in Ruhe genießen, alles drum und dran. Schaut es euch an. Ich bin, wie gesagt, mega mäßig begeistert. Ansonsten gibt es nur zum Sagen, wie immer, gut Licht. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann Daumen hoch, kommentiert es mir doch, was man vielleicht besser machen kann, mit was man besser anfüttern kann, etc. pp. Das wird auf jeden Fall nicht mein letztes Wildkamera-Video werden. Ja, dann, wie gesagt, wünsche ich euch viel Spaß damit und wie heißt es so schön? Aus dem Fokus raus, ne? Wie heißt es so schön? Also, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Ciao!
Musik.